sagt ihm halt Nacktheit und moralischen Gründen, Symbol der Gottheit, Ausstrahlung und Reinheit oder Gottheit war für die oder ist heute noch, wie gesagt, in diesen Kulturen, die noch diesen Massaker, Völkermord überlebt haben. Und dann gab es aber genauso eben halt Fruchtbarkeitsriten bei Männern und Frauen paarweise, nackt oder teilweise bekleidet in Erscheinung. Das wurde auch verboten, hat aber trotzdem überlebt. Das wird heute noch gemacht. Die werden nachher nochmal, ja? Und genauso nackte indianische Frauen als Idol der Fortpflanzung und identisch mit dem mythischen Schöpfungsakt. Sie schenkte der Gemeinschaft neues Leben und sicherte den Fortbestand des jeweiligen Volkes. Bis heute. Jede sogenannte moderne Verfassung, egal ob es eine Diktatur ist oder nicht, ist Familie, Grundlage des Staates und Grundlage jeder Krieg. Weil Frauen müssen eben halt dann produzieren Kriege, also auch Männer vor allem für den Krieg oder eben halt für die Industrialisierung oder für die Produktion. Das ist dann auch, ja. Und dann, wie gesagt, männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale, Phallus und Vulva, als göttliche Fruchtbarkeitskraft, was teilweise bis heute noch gilt. Ja? Nicht überall. Und hier, wie gesagt, das ist durch den neuen Feminismus, vieles wollen das auch nicht, dass es nicht nur, es kann Sexualität auch ohne Zeugung sein, also ohne Kinder. Man kann auch so. Gewollt oder nicht gewollt, das ist ja nicht da. Und hier ist es eine wunderbare Künstlerin aus Nigeria, die am Anfang, vor Jahren, bevor sie eben bei Frau Kunst Politik gekommen ist, ich bin keine Feministin. Und heute ist eine, in jeder Hinsicht tritt sie jetzt und macht auch in die Richtung, bin ich ganz stolz drauf, dass sie da in die Richtung ein bisschen, vor allem den Feminismus, den wir vertreten. Ne? Also es ist nicht der Kampf gegen den einzelnen Mann, im Gegenteil, es ist ihn eingeladen, mitzumachen, sondern es gegen die Strukturen. Wie ich heute gesagt habe, ich habe eben halt in diesem Jahr, wir haben dieses eben die Adelante Mujeres, wer übersetzt das? Aufwärts. Frauen, aufwärts. Der Widerstand ist weiblich. Ja? Und da habe ich eben halt angeschrieben, unter anderem Frauen, die ich genommen habe, wir Frauen haben viel zu verlieren, wenn wir uns nicht solidarisieren. Männer haben viel zu gewinnen, wenn sie sich mit uns solidarisieren. Und wir haben schon länger Männer, die eben halt da versuchen zu spenden und mitzuwirken, weil eben halt nicht alle Männer sind in diesen Machtzentren involviert, wie nicht alle Frauen. Ne? Und das ist ja. Und hier stelle ich die Frauen, die noch heute eben halt, das ist von Bolivien oder Peru, und hier sie sind ein Teil der Volkskampf von meiner Mutter, die ist sowieso gemischt, aber auch ein Teil davon und auch von den Kenntnissen und auch von dem Wissen. Ein Teil habe ich bekommen, weil ich wurde in ein Internat, europäisches Internat eingesperrt. Und da war meine Mutter eine Hexe. Was man heute weiß, Hexe waren ja die hoch angesehenen Heilerinnen und sonst was. Ne? Und so ist es eben halt, das sind aktuelle Fotos. Das sind noch nicht die Völkerfrauen, die im Museum sind. Die leben noch und leisten Widerstand überall. Das wollte ich dann anhand von diesen Bildern zeigen, dass es so ist, auch heute noch. Und hat eben diese Song. Und dann kommen wir zu einem ganz modernes Thema, diverse Identitäten. Das ist eben halt seit Jahrtausenden in Yucatan in Mexiko die Muses, das dritte Geschlecht. Aber bei denen, es gibt Festival einmal im Jahr, wo sie das auch kommen und zelebrieren. Und es gibt auch hier, kann man auch unterlesen, wenn man möchte. Das Wort Transvestismus kennen sie nicht. Das Transsexualität kennen sie nicht. Ja? Und es gibt auch Familien, vor allem Mütter, aber nicht nur. Veronika Tomzel hat auch ein Buch geschrieben. Leider habe ich das nicht alles gefunden. Es ist so, ich habe viele Bücher ausgeliehen und ich finde sie nicht mehr. Zurück kam es zu mir nicht mehr scheinbar. Und dann wird es dargestellt, eben, dass nicht nur, aber mehr Mütter, eben halt diese, wenn sie merken, deren Kinder nehmen, also Junge, zeigen solche Tendenzen, sie sich wünschen, weil sie ja zu Hause bleiben und tragen eben halt so einen ökonomischen Wohlstand, dass alle zusammenleben. Ja? Deswegen sind sie auch gewünscht und wie gesagt, innerhalb der Community, oder das ist falsch, Community, ist ein Volk.
ja, von Jahrtausenden. Aus diesem Volk stammt auch Frida Kahlo, wenn jemand sie kennt, stammt sie aus diesem Volk und hat sich so auch bekleidet. Ne? Und die war stolz drauf. Ja? Und diese Frau eben halt dann, bei denen immer halt hier diese Benholtons, ist eine Anthropologin, die hat auch lange da gelebt, heute in Juchitán. Ein Mann erzählt sie eine Geschichte, der hat Zahnmedizin studiert und als er dort in seinem Dorf ausüben wollte, hat er festgestellt, eigentlich brauche ich gar nicht so arbeiten, ich brauche kein Geld. Weil die ganze Familie hat gearbeitet und haben so viel Geld, dass es dann auch nicht notwendig war und hat angefangen umsonst zu behandeln. Ja? Weil alle Frauen, da gibt es ja nicht, da gibt es nicht Frauen, die zu Hause bleiben, sondern alle arbeiten. Der ganze Markt, wie virtuelle Markt, teilweise sind viele Frauen, die eben halt das Geld verdienen und eben halt da die Ökonomie da aufrechterhalten. Und es gibt noch etwas, was der Karl Marx eben halt als Mehrwert heute noch, nicht immer so wie früher, wenn eben halt die Familie alle Bedürfnisse gedeckt hat, dann haben sie das Geld gesammelt und einmal im Jahr dieses sogenannte Mehrwert ein großes Fest für das ganze Volk geleistet oder angeboten. Ja? Das ist dann das hier. Und bei diesen sogenannten Diversity, auch in Indien gibt es, weiß nicht mehr, Hirschria oder Irria, diese Frauen, aber das ist nicht nur dort, es gibt auch in mehreren asiatischen Ländern, die sowas gibt. Bitte? Ja. Ja, aber in Indonesien gibt es nicht nur das. In Indonesien gibt es dann auch, Moment, habe ich ja nicht hier, vielleicht habe ich da aber jetzt. In Indonesien gibt es auch ein Volk, das heißt Minangkabau. Weißt du davon mehr? Ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber vom... Also Minangkabau ist auch ein riesiges Volk und Indonesien ist eben halt konquistiert, erobert oder überstülpt mit Musulmanen, aber diesem Volk gelangt es trotzdem, diese matriarchalen Strukturen. Also es gibt bestimmte Elemente vom Matriarchal, dass eben halt das Ganze geht auf die Töchter und nicht auf die Söhne. Aber da ist kein Mann und kein Kind wird unterdrückt wie in einem Patriarchat, sondern es wird eben halt unter allen eben. Wir waren vor kurzem mit Sabbatisten, die kamen aus Mexiko, erkläre ich gleich, vielleicht wer Sabbatisten ist, sind und bei denen funktioniert momentan genauso. Ja? Und das heißt, sie nehmen die ganzen Entscheidungen gemeinsam. Da ist kein Chef und keine Chefin, genauso eben halt in diesem Minangkabau. Und das ist das Tolle, dass es mittendrin, genauso wie im Mexiko-Mascho-Land, eben halt dieses Volk noch weiter existiert mit dieser Kultur, genauso im Minangkabau, dass die Frauen eben nicht unterdrückt werden, dass die Frauen eben halt das Vermögen verwalten, weil sie ja das Leben schenken und Leben aufrechterhalten, mit dem Verbund der Familie, mit der ganzen Gesellschaft. Und so es ist auch hier, wie gesagt, mit diesen Identitäten, dass eben halt klar in Indien, eben halt, wenn sie sich woanders offen zeigen, nur in bestimmten Teilen von Indien können sie leben ohne Gefahr. Aber woanders durch diese neuen patriarchale Idealvorstellungen werden natürlich auch sehr bekämpft. Ne? Und genauso eben halt, was heute lesbische Beziehung, Homosexualität und es gibt ja auch in Afrika weiterhin oder in anderen Ländern eben halt Beschneidung bei den Männern, nicht nur bei den Mädchen. Ja? Bei den Männern allerdings hat eine andere Qualität, es ist ein Ritual und in dem Männlichen habe ich gelesen und in die männliche Welt zu kommen, zur Sauberkeit. Also es hat weniger, dass sie dann eben halt nicht Sexualität genießen können, lustvoll, sondern eben umgekehrt, damit sie eben hygienisch noch mehr genießen können und sich dann auch keine Probleme damit haben. Und das sind diese zwei unteren Bilder, sind auch von mir, habe ich auch in einer Ausstellung mit der Ukraine, Frauen in der Kunst, um zu beweisen, dass eben halt Frauen überall nackt gestellt werden von den Männern, auch Frauen im Museum als Darstellerin, als sind sie kaum vorhanden. Und
dass wir eben halt überall diese Voyeurismus, Frauen werden der Körper, also die Beherrschung über den Körper der Frau und über die Gebärfähigkeit. Ob es Christen sind, Buddhisten oder Musulmanen, ist es egal wer. Ja? Dann habe ich auch jemanden zitiert hier, wie hieß die nochmal? Hier, nicht hier. Das tue ich fast überall, ist einer meiner fundamentalen Elemente. Nichts scheinen Götter und Männer mehr zu fürchten als den Verlust der Kontrolle über die Frauen. Das hat dann Mary Daly vor Jahren schon gesagt. Und so eben halt, dass das heute mehr denn je Frauen, obwohl wir so sogenannte Emanzipation erreicht haben, formell in der Verfassung wählen dürfen und vieles eben halt machen dürfen, arbeiten und so weiter. Und die Emanzipation weiter vorangetrieben wird, sind Frauen mehr denn je Objekt der Begierde der Männer. Die Prostitution hat wie so selten davor zugenommen, ist eine der florierenden Industrien. Der Frauenhandel dementsprechend, die Mädchen auch. Ja, und als billige Arbeitskräfte sowieso, egal wo, mit diesem Outsourcing-Begriff können wir später nochmal drüber reden. Das ist für sich ein ganzes Komplex. Und hier eben halt, wie gesagt, es war früher und es ist heute noch, dass solche Masken auch da die Menschen angezogen und heute noch und sich malen und sich eben halt gegenüber bestimmte Glauben oder ja, spirituellen Verbindungen mit der Welt von unten, mit der Welt nach oben, mit der Welt des Windes, mit der Sonne und so weiter. Ja? Und der Respekt gegenüber. Dafür waren diese Masken und sind heute noch, und ich habe festgestellt, sowas ist weltweit. Es ist nicht nur in Lateinamerika, sondern es ist weltweit in diesen indigenen Völkern. Und dementsprechend, also ich habe die zwei auch hier, hier ist es, also dieses, habe ich in der Uni in Mannheim eine Reihe als Violeta Barra, es ist eine in Chile, in Lateinamerika, eine sehr verehrte Songwriterin, würde man heute modernes. Also eine Frau, die sehr viel mündliche Überlieferung, Lieder gesammelt hat in den 60er Jahren und also teilweise sehr berühmt geworden sind, wie Dank an das Leben, Gracias a la Vida von Joan Baez. Vielleicht hat jemand gehört und so. Und dieses Volk, vor allem heute, das eine der wenigen oder fast das einzige Volk, was uns bekannt ist, dass eben halt den Mörder oder den Transnationale heute noch Widerstand leistet seit über 500 Jahren, das sind die Mapuchen und die Übersetzung ist Kinder der Erde in Südchile und in Süd, also in der Patagonia von Argentinien. Und die haben bis heute nicht mehr so wie früher diese ökologische Lebensform, aber wie viele andere, wie man dann Archive ist, eine der größten Beispiele weltweit, aber die wurde nie wie, wie heißt diese aus Schweden, die heute so diese junge Freiheit für Fischer, wie hieß die Pferde nochmal? Greta. Noch nie so als solche, weil sie ja gegen Monsanto gekämpft hat und kämpft heute noch. Ja? Immer noch, ja. Genau. Da können wir, also da kann ich auch ein bisschen mehr, weil ich kenne sie auch. Okay, und Landbesitz als Gruppen, eigene kollektive Rechte, die innerhalb einer Familie, Abstammungsgruppe, Erdlinie oder Clan weitergeführt wird. Es war früher so, mit Alemande hier in Europa gekannt, Alemande gab es auch, ne? Und dann eben halt diese Aneignung von Land, dass die Menschen in Großstädten leben und dann sind sie abhängig, dass sie einen Job bekommen, dass sie auch eine Wohnung haben. Währenddessen früher eben halt alle irgendwo Land hatten für die Selbsterhaltung und Subsistenzwirtschaft, was auch Maria Mies mit Vandana Shiva, mit Claudia von Berloch und viele anderen geforscht haben und eben darlegen, dass es möglich ist. Genauso, Grundbesitz als ein individuelles Recht verstanden, als Privateigentum gab es nicht und es gibt heute noch in bestimmten Gesellschaftsformen nicht. Ja? Das ist nur hier. Und mit diesem sogenannten Grundbesitz als individuelles Recht oder Privateigentum agieren die transnationalen Konzerne weltweit. Wenn du das nicht beweisen kannst, dann nehmen wir das weg. Ja? Und da also setzen sich einige zur Wehr, aber wie gesagt, in Peru oder in Bolivien, ja, nicht immer erfolgreich.
Und dann eben halt diese Entwurzelung, Assimilation an europäische Kulturen. Es ist auch sehr viel passiert, aber nicht 100%. Es gab genauso systematische Versuche, oder gibt es immer noch, indigene Sprachen auszulöschen. Zwischen 50% und 90% aller lebenden Sprache werden im 21. Jahrhundert ernsthaft gefährdet sein oder klar verschwinden. Ja? Vielleicht deswegen sagen die Bayern, mir sind mir. Weiß ich nicht. Daheim ist daheim. Daheim ist daheim, genau. Ja? Aber mir sind da und mir gehen nicht weg. Das ist das andere auch noch. Also, und dann ist es eben halt wie damals, heute noch, Kontrolle über diese Bodenschätze, was heute Morgen auch angesprochen wurde. Oder Verlust derselben, wo auch die Menschen eben damals, wie hier, eben gekämpft haben. Heute, das ist auch die Viviana Timothy, Vivian Timothy aus Nigeria, die auch mit uns, also in unserem oder in meinem Projekt oft gemacht hat, sind auch da ihre Bilder, wo sie auch zeigt, eben halt, wie die Frauen da, vor allem Frauen und Kinder, mehr darunter zu leiden haben als Männer, weil sie die Verantwortung gegenüber den Kindern haben, meistens. Ne? Und da eben zeige ich eine der, es gibt auch Cantata de Iquique, der Iquique eben halt war im letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts, waren sehr viele verarmten Europäer, nicht nur in Chile, aber auch in Nordchile, Atacama-Wüste, sehr viele Mineralien. Und, oder deren Kinder, die ja früher ausgewandert sind und haben in den Minen gearbeitet. Und sie haben einen Streik begonnen und nach besseren Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen zu kämpfen. Aber es waren so viele und waren so einig wie selten zuvor. Und die Regierung, wie heute noch, unterstützt die transnationalen Konzerne, aber nicht das. Und wenn sie machen nur Reformen, aber wir finden, viele von uns, die in diese Richtung arbeiten, dass der nationale Staat und der sogenannte Rechtsstaat mehr sowas das Eigentum schützt, als eben halt die Rechte der Menschen. Und hier eben halt zeige ich mit diesem Bild, was ich gemalt habe, eben dieses eine Ereignis, wo auch massakriert wurde mit Kindern, mit Frauen. Und es ist also in Lateinamerika sehr bekannt, La Cantata de Iquique. Das hat eine Gruppe eben vor 40 Jahren eben halt gemacht. Sehr schön, wenn ihr das also auch im Internet schaut. Und da stellt jetzt das Rote für das Blut der Menschen, die dort also richtig Massaker war. Das Weiß ist die Schnee, weil oben ist sehr viel Schnee. Und das andere ist das Kupfer, was zu diesem Zeitpunkt eben halt überwiegend dann und das Blaue eben halt mit dem Himmel, das dort auch ist. Ja, und Diversity. Ja, was ist Diversity? Sind wir doch alle oder etwa nicht? Also ob Frauen, ja? Und das ist dann auch heute so eine Modeerscheinung und vor allem hier so vorangetrieben wird, haben wir uns gefragt, mit welchem Zweck? Und wir haben festgestellt, dass es überall, überwiegend für die Firmen, aber nicht jetzt, sondern viel früher. Ja? Hauptsache, du arbeitest hier, Schnauze hältst unter unseren Bedingungen, ist es okay. Dann, ja, es gibt ja inzwischen eben halt wie in Deutschland, ist sehr selektiv und diversifiziert und haben man diese ganze Palette und wird überall gezeigt und überall promoviert und immer Geld dafür und so weiter, weil das brauchen wir. In den Krankenhäusern haben wir kaum eben halt Frauen oder Männer, die arbeiten für wenig Geld. Oder an der Kasse von Supermärkten und so weiter und so fort. Dann habe ich das auch hier eben halt gezeigt. Und auch das hier von diesen Globale und so weiter. Entschuldigung, da war es zu viel, zu schnell. Deswegen arbeite ich mit dieser Maus nicht so gut. Ja, genau, da waren wir hier. Ja, und Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe für wen? Ja? Wer darf Teilhabe? Was ist Chancengerechtigkeit? Und was ist Vielfalt? Ne? Also, was ich gesagt habe eben, oder diskutieren wir, die Vielfalt, die wir haben, also ist sehr gering. Auch bei der Bundestagwahl hat ja jemand gesehen, dass es mehrere Schwarze unterwegs waren als Kandidatinnen, Kandidaten. Wurde in den Talkshow diskutiert, ob die
indigene Corina Toledo auch da ist. Also, was sagt sie dazu zu den Wahlen? Wurdest du gefragt, Interview und so weiter? Wurdest du gefragt und so weiter? Also das ist, wo wir, was ist Vielfalt, was ist Teilhabe, Chancen, Gerechtigkeit. Ja, und da hier sind die Zahlen eben halt inzwischen, glaube ich, ein bisschen mehr als 19,3 Millionen. Und 28 eben halt leben in Deutschland, vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Und das ist falsch. 28, also 19,3% haben eben eine Migrationsgeschichte. Ja? Ich lehne diesen Begriff oder beziehungsweise viele Begriffe stelle ich in Frage, eben halt mit Migrationshintergrund. Melista war Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Die Bali ist immer noch eine Politikerin im Europäischen Parlament. Beide haben Väter aus England, aber sie wurden nie gestellt mit Migrationshintergrund oder mit Migrationsgeschichte. Deswegen lehne ich das ab. Für wen wird das angewandt und von wem? Ja, und hier eben halt 10,8 Millionen leben mit schweren Behinderungen und viele beschweren sich, dass in vielen Plätzen kommen sie nicht weiter. Obwohl hier, Deutschland muss ich dazu trotzdem sagen, ist eine der Länder, wo am meisten Unterstützung gibt für solche Menschen. Und ich sage ja nicht mit Behinderung, sondern mit besonderen Fähigkeiten. Behinderung klingt immer negativ, aber sie haben andere Fähigkeiten, so wie ich. Ich bin behindert in der deutschen Sprache, nicht perfekt, aber ich habe viele andere Talente und Potenziale. Okay, es gibt über 40 scheinbar religiöse Gemeinschaften oder sowas, was man auch immer darunter, von Scientology bis, keine Ahnung, Buddhismus, wie auch Zeugen Jehovas oder Zeugen Corona, keine Ahnung, wie man das auch alles heute nennt. Also, dann 7,4% der deutschen Bevölkerung bezeichnen sich, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das steht in der Literatur. Und die verstehen sich entweder lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender. Sind wir alle Menschen und das ist, glaube ich, das Respekt. Was interessiert mich jemand, mit wem schläft oder solange mich nicht tangiert und mich nicht anfasst, passt schon. Aber wenn beide, ja? Also. Und Frau Guts Politik ist auch ein Ort, wo, wie gesagt, also auch bei uns solche Menschen immer halt da kommen und möchten mitmachen. Und die sogenannte Kader der Vielfalt veranstaltet jedes Jahr diesen Deutschen Diversity-Tag und wir fragen uns, wie ist es in der Realität? Ja, das ist eben für uns hält. Also klar, es wird immer gesagt Geduld, aber naja. Dann, und das ist am 18. Mai, ne? Ja, und das Gleiche. Dann wird auch eben halt behauptet, Diversity ist Pflicht, Diversity oder wie man das ausspricht, wer kann das englische Wort, ich kann nur Diversity. Ist gesetzlich verankert, genauso wie die Gleichberechtigung, Gleichgerechtigkeit und so, aber in der Praxis sind wir weit weg. Gesetze und Verträge wie das allgemeine Gleich. Ja, Gleichbehandlungsgesetz verpflichten zu Chancengleichheit und Gleichbehandlung. Jede Person ist einzigartig und sorgt damit für Vielfalt in unserer Gesellschaft. Wunderbar klingt das. Das Konzept eben halt greift diese Vielfalt auf und setzt sich für die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen ein. Ja? Auch Unternehmen scheinen vehement, ich habe auch gesagt, nicht jetzt erst, sondern schon immer, das voranzutreiben und sind bemüht, sich aktiv mit der gleichberechtigten Teilhabe aller Mitarbeiterinnen auseinanderzusetzen. Ich möchte den Rest nicht sagen, hier ist ein Foto, wo auch immer halt von einem großen internationalen Konzern, wo viele Menschen und so weiter mit Familien da sind. Und wie gesagt, aber bei BMW und vielen anderen transnationalen Konzernen haben wir festgestellt, dass eben halt das Outsourcing wird es in sogenannten, dass Firmen nicht mehr viele nicht eingestellt werden, fest eingestellt bei BMW direkt, sondern werden eben halt mit Verträgen von einer anderen Firma, die Firma bekommt das Geld und die Firma bezahlt diese Mitarbeiter, aber zu ganz anderen Konditionen, wie in der Tarif von der Metallindustrie oder wie auch immer. Ja? Von daher ist so. Okay.
Ja, jetzt bin ich wieder so schnell. Ja, und das ist eben halt für uns, für Willensdiskriminierung, in welcher Form auch immer, ein Thema, das nicht nur kleine Randgruppen in unserer Gesellschaft betrifft. Diskriminierung geht uns alle an. Und noch dazu, wie gesagt, das ist ja nicht nur, geht uns alle an. Ja, es ist halt, vielleicht machen wir eine auf. Ich habe nur gedacht, warte, bis zu. Und dann, mich ärgert auch, wenn man sagt, es sehen halt ja Frauen als Minderheit. Oder Frauen und Behinderten, also Menschen mit besonderen Fähigkeiten, werden dann gleichgestellt. Und dass die Leute nicht reklamieren und nicht aufstehen, mich wundert es immer wieder. Aber mittlerweile, wie gesagt, also habe ich mich noch nicht ausgewundert, aber fast.